heute auf dem UNESCO-Welterbe Zollverein in Essen. Und das war ja hier die Kraftzentrale Deutschlands, das größte Bergwerk, die größte Kokerei Europas. Und 1847 war das hier auf dem Standort ein eigentlich junges Start-up. Da kamen Unternehmer, unter anderem Franz Haniel, bohrten hier vorne zwei Löcher, fanden in 150 Meter tiefe Kohle und gründeten ein kleines Steinkohlenbergwerk und haben so die Rohstoffgrundlage für ihre Stahlwerke, für ihre Hochöfen in Duisburg gefunden. Das war die Verbundwirtschaft. Kohle wurde verarbeitet in der Kokerei zu Koks. Koks zusammen mit Eisenerz im entsprechenden Produktionsverfahren führte zur Stahlgewinnung und dann wurde der Stahl weiterverarbeitet. Das war die Erfolgsgeschichte hier dieser Region im Ruhrgebiet, aber eben auch von diesem Standort. Denn es haben sich dann ganz viele Bergwerke ja gegründet, die von Franzosen, von Engländern, die Know-how mitgebracht haben und Geld mitgebracht haben. Und es war Aufbruch hier im Ruhrgebiet. Und bis dann 1986 die Steinkohle in dem Bereich von Zollverein hier ausgebeutet war und abgefördert war und dann im Grunde das Bergwerk stillgelegt worden ist. Und wir sind seit 20 Jahren UNESCO-Welterbe und Denkmal und erinnern an diese stolze Vergangenheit. Das hat den Reichtum dieser Region und eigentlich der Deutschlands und auch Europas ja ausgemacht, der Rohstoff Steinkohle. Aber das ist vorbei, zumindest in Deutschland. Und wir haben den Anspruch, auf der einen Seite daran zu erinnern, diese Geschichte zu vermitteln. Das ist unser Auftrag als UNESCO-Welterbe. Aber, und das ist eigentlich das Intellektuelle und tatsächlich auch praktisch Spannende, wir sind auch dabei, diesen Standort und haben den Auftrag, wieder zu einem Zukunftsstandort, zu einem Ort des Wandels zu machen. Und hier den Menschen zu zeigen, Wandel geht. Und ich sage immer, ich habe ja hier noch das Fördergerüst, ist old-fashioned sozusagen, und ich habe überlegt, nachdem das letzte Bergwerk geschlossen wurde, lasse ich dieses Fördergerüst noch da dran in Doppelburg. Denn da wurde ja der Rohstoff der damaligen Zeit, die Steinkohle, gefördert. Ich habe es dran gelassen und habe gesagt, ich deute es um. Was ist heute der Rohstoff? Brain. Und hier soll auf diesem Standort, auf diesem UNESCO-Welterbe, auf diesem Zukunftsstandort Brain gefördert werden. Und wir wollen Impulse setzen als Reallabor. Und dann sind wir natürlich bei dem Thema Klimaneutralität und regenerative Energie. Und das ist sozusagen der Wandel auf diesem Standort von der in Anführungsstrichen alten Energie zur neuen Energie. Da haben wir uns auf den Weg begeben, aber das werde ich gleich noch mal ein bisschen ausführen. Was vertrittst du denn? Ja, ich habe in 2009 mit, was man in Deutschland damals nannte, Desertec angefangen. Desertec, es gab da so eine Stiftung, NGO, und 11 Unternehmen wie Munich Re, Deutsche Bank, RWE, E.ON und so weiter in Deutschland, die haben gesagt, in der Wüste in Nordafrika, im Nahost, gibt es sehr viel Energie. Solare Energie, nicht nur Solar, auch Wind. Damals übrigens, richtig, war die Betonung sehr auf Solar. Und es gab Ideen und auch Pläne, das DLR, Deutsche Luft- und Raumfahrtinstitut, hat so Studien gemacht und hat festgestellt, die Energie in diesen Wüsten ist so reichlich vorhanden und das kann man locker, könnte man damit sogar die Weltenergieversorgung aufnehmen, in Theorie. Und, und es gab auch die damals solarthermische Industrie. Solarthermie ist Sonneneinstrahlung, damit mit Spiegel Energie bündeln auf Röhren, wo man dann Öl durchleitet, was man dann aufwärmt. Und mit diesem warmen Öl könnte man dann Dampf machen und mit Dampf Strom. Dann hat man gesagt, oh, wenn man Strom produzieren kann aus Sonnenenergie, dann kann man das auch nach Deutschland transportieren, über Kabel. Also das war eigentlich das Projekt, die Idee. Damals wurde es noch vorgestellt, es ist einfach, das einfach mal so zu machen und so weiter und so fort. Wir haben in 2009 angefangen und ganz schnell festgestellt, dass es nicht so einfach ist natürlich. Technisch möglich, aber nicht einfach.
Und haben dann nach vielen Hin und Her auch viel Kontakt mit der Region Nordafrika, Nahen Osten festgestellt, man muss erst sorgen, dass lokal in diesen Ländern überhaupt mal Bewusstsein entsteht über erneuerbare Energien, über die Möglichkeiten und dann auch, dass dort ein Markt ist, dass man zunächst lokal Energie versorgt auf Basis von erneuerbaren Energien, bevor man darüber nachdenkt, das zu exportieren. Also es ist eigentlich ein bisschen ähnlich wie hier auf der Zeche in Essen, dass man einen Energieträger vorfindet. Das ist Sonne, hier ist es Steinkohle, genau. Das ist ein ganz deutlicher Energieträger, Steinkohle. Und in der Wüste ist es dann solare Energie, solare Einstrahlung und Wind hauptsächlich. Also von Prinzip ist das Gleiche, nur das Umsetzen von elektrischer Energie oder das zu transportieren und zu speichern ist nicht so einfach und ist auch teuer, damals gerade sehr teuer. Was wir heute sind wir 14 Jahre weiter, in 2023, etwas weiter wie 2009, hat die Welt sich sehr, sehr stark geändert. In dem Sinne, dass die Stromerzeugung aus Solar und Wind sehr billig geworden ist. Heute denken wir an 1 oder 2 oder 3 Cent pro Kilowattstunde in der Wüste. Und auch ist die Technologie jetzt soweit, dass man, das gab es eigentlich damals auch schon, aber jetzt viel einfacher und billiger, das umzusetzen auf Wasserstoff. Dass man mit Wasser, zum Beispiel Meereswasser, entsalzt. Und mit dem entsalzten Wasser dann Wasserstoff produziert. Mhm. Und Wasserstoff ist einfacher zu speichern. Mit Wasserstoff kann man auch andere Moleküle produzieren, wie Ammoniak. Ammoniak ist auch sehr leicht zu transportieren. Und damit kann man auch Energie exportieren. Zum Schluss auch nach Deutschland. Ich glaube, das ist ja die entscheidende Frage. Da, wo Strom produziert wird, jetzt in dem Fall in der Wüste, wie geht die Energie, wie kommt die da, wo sie gebraucht wird? Hier im Ruhrgebiet war es ja so, die Lagerstätte war da und dann sind um die Lagerstätte herum, wo die Steinkohle gefördert wurde, die Stahlwerke, die Kokereien, die Industrie ist dort entstanden, der Ballungsraum. Ja. Aber das ist in der Wüste ja anders und ich glaube, da ist die Technologie jetzt wirklich weiter. Ja, aber es ist nicht ganz anders. Natürlich sind die Anfangskonditionen anders, aber auch in Deutschland hat sich die ganze Industrie um diesen Quellen angesiedelt, hat auch gewachsen. Das Gleiche wird natürlich in diesen Wüstengegenden auch passieren. Ja? Es gibt dort Platz. Es gibt Transportwegen. Heutzutage, wir kennen das auch aus zum Beispiel eine Stadt wie Dubai, hat man aufgebaut in 30, 40 Jahren. Wofür eine Zeltstadt war? In 1960 war das eine kleine Fischer- und Taucher, Perlentaucher-Dorf. Und heute ist es eine 3-Millionen-Stadt. Also wir sind technisch in der Lage, auch organisationstechnisch in der Lage, auch gesellschaftlich in der Lage, sehr schnell sehr große Anlagen zu bauen, auch Städte, Bevölkerung, Arbeitskräfte heranzuführen und so weiter. Auch Arbeitskräfte, auch im Ruhrgebiet hat man damals auch aus entfernten Ländern herangekommen. Eigentlich ist das Gleiche. Das Prinzip ist das Gleiche. Aber natürlich, die ganzen Umstände sind anders. Da kommen wir an einen sehr entscheidenden Punkt. Das ist der Punkt A, lokale Märkte, die sich entwickeln werden. Auch Industrien, Ansiedlungen, Städte wie Dubai oder NEOM in Saudi-Arabien und so weiter. Und auch Export in die Weltenergiemärkte von Energieträgern wie Wasserstoff, Ammoniak, E-Fuels. Dus man kann mit Wasserstoff, emissionsfreie Wasserstoff, kann man auch Methan machen und dann später das Kohlenstoff wieder rausholen und so weiter und so fort. Die spannende Frage für mich ist ja, also wir wollen von der alten zur neuen Energie. Also das heißt, für uns selber sind wir auf der Suche und konzipieren gerade Lösungen und entwickeln Lösungen, wie wir diesen Standort zukünftig und vielleicht auch das Umfeld, das Quartier, energetisch versorgen.
Das ist das eine. Das zweite, was ich gelernt habe und immer wieder erlebe, dieses UNESCO-Welterbe als Vergangenheits- und Zukunftsstandort ist eine unglaubliche Bühne. Ich habe jeden Tag hier Delegationen aus aller Welt, die sehen wollen, wie geht Wandel und wie habt ihr das gemacht. Und diese Schaubühne möchte ich natürlich auch dafür nutzen, dass wir hier als Reallabor zeigen können, wie Lösungen aussehen. Und da stelle ich mir eigentlich die Frage, wie können wir da voneinander profitieren, wie können wir voneinander vielleicht einen Austausch machen. Also gibt es Ansätze, die du siehst, dass wir dort vielleicht etwas gemeinsam machen? Ja, absolut. Ich meine, erstmal ist diese Umgebung natürlich sehr ansprechend. Das ist begeisternd, dass man sieht, hier gibt es Geschichte und was die Aufgabe ist, das auch Zukunft zu geben. Und Zukunft, genau. Ja, das ist, was wir uns geben müssen. Ja? Mhm. Wenn wir nichts machen, ist das hier auch, eigentlich ein Museum und mehr nicht. Genau. Aber das kann man mit Leben füllen. Und der Startpunkt ist Energie natürlich, aber auch Menschen, die Umgebung, die Region, das Land, auch Europa, die sich eine Zukunft sucht. Ja. Und die Umgebung hier hatte früher ein Übermaß an Energie. Es war hauptsächlich Steinkohle, vielleicht noch ein bisschen Öl oder auch ein bisschen Gas. Ja. Das ist echt vorbei. A, gibt es das kaum noch, es ist zu teuer. Und B, auch die Emissionsproblematik geht einfach nicht mehr. Beziehungsweise, wenn man das noch machen würde, muss man auch dann Kohlenstoff wieder irgendwo aus der Luft holen und, und zurückführen. Also im Sinne vom Recycling. Mhm. Das wäre noch denkbar, aber ist nicht wirtschaftlich. Ja. Also deswegen ist die Frage, in einer Region, wo es relativ wenig Energie gibt, wo es aber Energieverbrauch gibt, wie löst man das? Genau. Da gibt es natürlich an erster Stelle, das ist grundsätzlich so, ist auf der Verbrauchsseite die Frage stellen, was für Verbrauch, was brauchen wir wirklich? Also, je weniger, desto besser. Je weniger und vernünftiger und schlauer. Ja. Das ist fast überall, gibt es da noch viel zu holen. Ja. Und, was natürlich eine Herausforderung bei diesen historischen Gebäuden ist, die müssen energetisch umgewandelt werden. Ja. Thema Digitalisierung spielt da sicherlich eine Rolle. Absolut. Aber hier könnte man an neue Konzepte denken. Jetzt werden noch gewisse Räume geheizt. Das heißt, für Leute, die hier sind, man könnte natürlich die Leute auch einfach Kleidung geben, die, womit das. Da gibt es viele kreative Möglichkeiten. Das ist unbegrenzt. Damit muss man einfach anfangen. Ja. Also geht nicht, gibt es nicht. Aber dass es auf der Hand liegt, alles gibt es natürlich auch nicht, das ist nicht einfach. Das ist Verbrauchsseite. Andere ist, was können wir lokal, regional erzeugen? Was für Energie gibt es? Solar, Wind, Geothermie, Wärme, Wärme, vielleicht gibt es noch einen Fluss in der Gegend und so weiter und so fort. Und auch Speichermöglichkeiten, das haben sie, natürlich ausreichend. Ja, ja. Aber auch alte Gebäude, die man nicht anderweitig umnutzen kann, wo wir sagen, da können wir vielleicht Batterien, da können wir Speicher reinbauen. Ja, aber auch in den In der Grube, in dem Gruben. In der Tiefe. Ja, auch Tiefe, also energetische Speicher und vielleicht auch noch Luftdruck und so weiter und so fort. Also es gibt ein großes Spektrum von Möglichkeiten. Das ist dann diese regionale Frage. Und dann kommt die dritte Frage, dass, wenn Sie sagen, nou, wir wissen, was wir echt brauchen. Da haben wir alles erforscht und das brauchen wir echt. Zweitens, wir wissen echt, was für Energie hier überhaupt vorhanden ist und das nutzen wir auch, aber wenn sie dann noch ein Gap haben, dann muss das irgendwie von weit her geholt werden, also aus dem Markt vielleicht, Deutschland, Europa oder weltweit. Und wenn die Frage kommt weltweit, kommt automatisch die Frage, kann Nordafrika, die Wüstengegend, das ist de Nachbar von Europa by the way, eine Rolle spielen? Und dann ist die Antwort fast eigentlich automatisch ja. Weil langfristig, das sieht man auch in Studien, wird die Region Nordafrika Nahen Osten sich positionieren als de billigste Energielieferant emissionsfrei. Mhm. Auf Basis von Solar und Wind. Mhm.
und das kann sein in mit verschiedenen Energieträgern. Es kann sein Strom direkt. Es gibt Stromnetze, kann man durchleiten. Es gibt Wasserstoff. Als Rohstoff ist auch transportierbar über Netze, per Schiff Pipeline. Ist schwierig, Pipelines. Oder dann über E-Fuels, Molekülen wie Ammoniak, Methan oder Methanol und so weiter. Und das ist eigentlich auch unsere Arbeit, dass wir mit den Regierungen in Nordafrika, Nahen Osten, mit der Industrie darauf hinarbeiten, dass ein Markt entsteht, so wie wir heute LNG kennen, oder Erdgas und Öl, dass das eigentlich komplett ersetzt wird von Wasserstoff und E-Fuels und Strom, grüner Strom sozusagen. Also ich suche noch, das habe ich verstanden, das klingt verheißungsvoll und ich glaube wirklich zukunftsgerichtet. Über was für eine Zeitachse reden wir da? Also das würde mich nochmal interessieren. Ja, die Zeitachse ist natürlich immer die Frage dabei. Ich arbeite schon im Bereich Energie so über 40 Jahre und da kommt immer die Frage, ja wann kommt das und wie teuer wird das und. Das, was ich gelernt habe, eigentlich ist gleichgültig, was für Antwort man gibt. Auch Professoren und Doktoren und vernünftige Leute, im Nachhinein wird es immer anders sein. Und meistens, die gute Nachricht ist eigentlich, wenn wir zurückschauen in die Geschichte der Energieversorgung, gerade die letzten, sagen wir, 20 Jahre, dass fast alle Entwicklungen schneller gelaufen sind. Wer hätte vor 20 Jahren davon träumen dürfen, dass Solar 1 Cent pro Kilowattstunde. Wenn ich das heute gesagt hätte, dann, Sie sind ein respektvoller Mensch, Sie würden mich nicht gleich rausschmeißen, aber Sie würden... Vielleicht lachen. Sie würden ein Lachen unterdrücken versuchen. Aber das ist immer heute auch die Frage. Heute kommen viele zu mir und sagen, versuchen mich davon zu überzeugen, dass Wasserstoff keine Chance hat, weil die Effizienz ist sehr gering. Man verliert viel Energie. Wasserstoff ist nicht einfach als Molekül und so weiter und so fort. Das ist alles richtig. Es ist nicht einfach. Man verliert viel Energie. Es ist effizienztechnisch nicht elegant. Aber trotzdem, im Gesamtsystem ist es ein Weg. Weil zum Beispiel, und das kennen wir alle, mit elektrische Energieversorgung ist absolut notwendig und wird auch weiter wachsen. Elektroautos zum Beispiel, die ganze Energieversorgung weltweit, da wächst eigentlich immer noch die elektrische Energieversorgung. Aber da sieht man überall große Grenzen, weil Elektrizitätsübertragung ist äußerst schwierig auszudehnen, zu bauen. In der Schweiz sagt man schon vor vielen Jahren, man kann Netze kaum noch ausbauen. Man sagt da, 1 Kilometer pro Jahr ist möglich. 1 Kilometer in der Schweiz. Das ist so eine Faustregel. das mag vielleicht nicht überall so wahr sein, aber es gibt, das zeigt, wie in dicht besiedelten Gebieten, auch in Deutschland, in den Niederlanden, überall, es kaum noch möglich ist, große Netze auszubauen, Stromnetze. Schon besser ist es Gasnetze oder Flüssigkeit. Und auch die existierenden Erdgasnetze, die es gibt, Erdgasröhren, Leitungen, sind umzurüsten auf Wasserstoff. Und auch Wasserstoff, wie gesagt, damit kann man Ammoniak, Ammoniak ist auch nicht sehr angenehm und hat auch große Probleme, aber mit diesen Energieträgern kann man sich überlegen, welche anderen Energieträger kann man daraus machen, das sogenannte Spektrum von E-Fuels. Und damit kann man eigentlich weltweit alle Energieverbrauch weiter netto emissionsfrei versorgen. Ich will nochmal zurück. Wie können wir vielleicht gemeinsam etwas machen? Wo ist vielleicht ein Ansatz? Wir verstehen uns ja so auch als einen Debattenort. Wir wollen die Schaubühne nutzen, um Themen, Zukunftsthemen zu platzieren, zu diskutieren und dergleichen. Das ist das eine. Das zweite ist, wir sind Reallabor. Wir suchen für uns selber Lösungen für diesen Standort. Das ist ja
das ist das größte industrielle Welterbe Europas. Wir sind 100 Hektar, das ist einmal die Essener Innenstadt, das ist ein Stadtquartier. Ja. Und da suchen wir für uns selber ständig nach Lösungen, nach Themen und Herausforderungen, die wir haben. Und dann, hier wollen wir es ausprobieren. Also ist das zweite Betätigungsfeld. Und das dritte Betätigungsfeld ist natürlich, dass man auch ein Showcase hier etabliert und dieses Thema popularisiert und den Menschen zeigt. Wie gesagt, ich habe wirklich wöchentlich Delegationen da aus aller Welt, die sehen wollen, wie Zukunft geht. Und ich glaube, das kann man hier zeigen. Und da nochmal die Frage, siehst du da irgendwo einen konkreten Ansatz, dass man in Ruhe weiter ausarbeiten kann gemeinsam? Ja, ich denke absolut, es gibt eine große Gemeinsamkeit, dass wir viel Geschichte mittragen, beide auch hier in der Region, beruflich, weltweit. Und beide wissen wir nicht, wie die Zukunft ist. Das stimmt. Und beide wissen wir, dass wir die gestalten können. Das ist richtig. Und dann geht es um Kreativität, Aufgeschlossenheit. Das große Thema, was wir empfunden haben, als wir mit Desertec angefangen haben, Desertec war natürlich eine Idee. Die Grundidee, die wird jetzt auch realisiert, das ist Solar- oder Sonnenenergie und Wind in den Wüsten nutzbar machen für Menschen, lokal und auch international, das findet jetzt statt. Ja. Aber die Kreativität und die Aufgeschlossenheit über verschiedene innovative Ideen nachzudenken, das war am Anfang sehr mühsam, weil die Mentalität, die Grundhaltung war nicht gut dafür damals. Wenn wir in der Lage sind, auch hier in Deutschland und in der MENA-Region, diese Kenntnisse, die wir haben, auch diese Prozesse, wie man über Innovation, über Kreativität nachdenkt und Aufgeschlossenheit nach dem Motto, mach mal eine tolle Idee, etwas, wovon jeder sagt, das wird nie funktionieren, und probier mal oder zeig mal, wie weit wir damit kommen. Dann glaube ich, dann können wir uns sehr stark verstärken. Ja, verstanden. Ich würde dich gerne einladen. Wir haben hier vor 3 Jahren einen Verein gegründet. Ich bin dort Vorstandsvorsitzender dieses Vereins. Das ist der Digital Campus Zollverein, wo wir mittlerweile über 70 Unternehmen aus der Region von großen Konzernen wie E.ON, Haniel, RAG auf der einen Seite, aber auch kleine mittelständische Unternehmen und auch dazwischen OGE, Open Grid Europe dabei Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum, Universitäten zusammengeschlossen haben, die in diesem Digitalcampus die Plattform nutzen, um sich untereinander zu Zukunftsthemen und insbesondere natürlich zum Thema Digitalisierung austauschen. Und das ist so, ich sag mal, meine Keimzelle hier auf dem Standort für Innovation. Und da würde ich gerne einmal das einspeisen. Wir haben dort viele Formate, ob das Tagungen, ob das Netzwerkveranstaltungen sind und dergleichen, um dort mal gemeinsam ins Gespräch zu kommen. Also da würde ich dich gerne mal einladen. Ja, gerne. Ich glaube, digital, da haben wir haben über Rohstoffen gesprochen, Rohstoff Brain. Genau. Und Brain menschlich, aber dann auch Brain digital. Was ja irgendwie im Wettbewerb steht momentan, ist auch alles okay. Ja. Und dann haben wir eigentlich Information und Denkkraft. Und dann haben wir das Thema Energie und Wasser, wo wir eigentlich tätig sind. Und die werden immer weiter vernetzt. Es gibt momentan heute auf der Welt keine Energieversorgung mehr ohne digitale und menschliche Steuerung. Völlig klar. Wir kommen aus einer Zeit, wo viele Lösungen entstanden sind, auch ausprobiert und auch funktionieren, aber wovon wir wissen, dass die nicht mehr weiter funktionieren werden. Und da sind wir alle gleich. Und wir können natürlich zusammensitzen und darüber reden, was wir alles schon erfunden haben und wie schön das alles immer war. Das hat aber für die Zukunft wenig Bedeutung. Wenn wir, so wie wir hier zusammensitzen, sagen, na, wo kommen wir her? Das ist interessant, aber sagen dann, in welche Richtung könnten wir gehen? Und auch in einer Grundhaltung, dass nichts ist verkehrt. Der Kopf ist rund, alles, die Gedanken sind frei. Genau. Wenn wir das schaffen, dafür bin ich immer zu haben. Ich bin nicht dafür zu haben, dass wir
erzählen, wie gut wir alles gemacht haben und dass wir eine Planung für die Zukunft machen, das sollen wir nicht machen, das gibt es nicht. Aber Sachen neu überdenken, ausprobieren, wenn es nicht richtig ist, dann nicht sagen, es ist gescheitert, sondern sagen, was haben wir hier gelernt? Und dann werden wir hier eigentlich mit Sicherheit, kann man sagen, dass diese Zeche hier, diese Werberbe, wird nicht nur ein Erbe dann sein, sondern auch eine zukunftsweisende Aktivität. Der Wandel, den ich hier beschrieben habe vorhin, dass wir sagen, wir wollen von der alten zur neuen Energie, bedeutet natürlich durchaus auch einen hohen Kapitaleinsatz am Ende des Tages, wenn wir das Konzept haben. Und da erhoffen wir uns eigentlich wieder aus der Vergangenheit zu lernen. Wie war das hier? Das waren hier früher Start-ups. Hier sind Unternehmer hingekommen, die haben Geld eingesammelt oder sie haben ausländische Investoren mitgebracht und sie haben Bergwerke gegründet. Und ich glaube, davon können wir uns aus diesem Geist und auch, wie sie strategisch vorgegangen sind, auch heute lernen. Denn das wird hier nicht mehr einfach so sein, dass ich bei der Landesregierung anklopfe und sage, bitte gib mir Geld. Ich glaube, da gibt es mittlerweile schon durchaus Knappheiten. Und von daher muss man auch mal schauen, was für Ansätze, was für Lösungen gibt es. Ich weiß nicht, ob du da eine Idee hast? Ja, naja, gut. Ich habe vielleicht viele Ideen, aber es ist erstmal gut, ein bisschen zu zeigen, was passiert in Nordafrika, Nahost. Momentan sind wir in einer Art Hype oder Welle-Idee, dass jeder ruft in all diesen Ländern, wir müssen uns auf diese neue Neuigkeit Wasserstoff stürzen. Es werden sehr viele Projekte angekündigt von Regierungen, aber auch von privaten Parteien, Unternehmen. Und da ist es immer sehr wichtig zu schauen, was ist wirklich, was ist echt und was ist nur Fantasie oder Illusion, wobei auch dort etwas realisiert werden kann auf Dauer. Es ist eigentlich ist die Grundidee, dass weltweit so die, sag mal, was die Welt an Öl und Gas und Kohle ausgibt, ist es 7 Trillionen Dollar pro Jahr. Und die Idee ist, dass wenn Emissionen immer ein größeres Problem wird, wird das reduziert auf jeden Fall. Ich meine, alles mit Kohlenstoff wird nicht verschwinden, sondern wird, muss anders behandelt werden. Man muss immer sorgen, dass die Emissionen abgefangen werden oder recycelt. Da kommen extra Kosten darauf. Und ein Großteil dieses Marktes wird ersetzt von etwas im Sinne von Strom oder Wasserstoff. Wobei wir wissen, dass Strom auch Begrenzungen hat. Das kommt man eigentlich automatisch auf Wasserstoff. Also sagen wir, dass viele Trillionen. Man weiß, dass in die Richtung wird sich der Markt bewegen. Und das ist eigentlich die Grundlage von vielen Investoren und auch Regierungen. Gerade Regierungen in Saudi-Arabien, in Oman, in United Emirates, ja. In Marokko, ja. die sind zwar sehr gebildet, die arbeiten auch internationaal zusammen mit consultants, mit instituten. Und die investieren jetzt, sind meistens die Initiativen von Regierungen, um das anzuschieben. Mhm. Und dann werden auch dann mal Förderbanken an Rand gezogen, Weltbank, die Europese Investitionsbank, KfW und so weiter. Und dann mehr und mehr werden natürlich auch private Unternehmen das aufnehmen. Aber wir können sicherlich viel lernen auf ähnliche Initiativen, die wir vielleicht vor 100 oder 200 Jahren hatten. Wie laufen diese Prozesse und wofür muss man aufpassen? Ja, hier auf dem Standort. In diesem damaligen Start-up 1847 ist richtig Kapital eingesetzt worden. Es ist eingesammelt worden und das war aber eben nicht wie heute an vielen Stellen Förderung. Das war privates Kapital. Und das war in einem Ausmaß, ist das hier investiert worden an diesem Standort, wie man es sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Das war wirklich Dimension und Größenordnung, die außerordentlich waren. Und ich glaube, dass man daraus lernen kann. Dass man, wenn man sich das anschaut, wie das seinerzeit finanziert worden ist, diese Mechanismen, diese Prinzipien, glaube ich, auch heute durchaus wieder angehen kann. Oder wie siehst du das?
Ja, ich denke, dass das sicherlich nützliche Information ist, weil das ist hier entstanden in Essen und in dem Ruhrgebiet in einer Zeit, dass man schon verstanden hat, dass Kohle die Zukunft wird für die nächsten 100 Jahre und sozusagen machbar, wirtschaftlich machbar. Das ist der wichtige Punkt. Mit Wasserstoff sind wir noch nicht ganz dort in vielen Ländern in überhaupt weltweit. Dass man gleich schon ein Business Case sieht, dass man gleich schon sieht, das ist wirtschaftlich machbar. Da muss man auch etwas angeschoben werden. Obwohl, wenn man sieht, zum Beispiel in Saudi-Arabien, das erste große Projekt in Neom, diese große neue Stadt, ja. wo man auch Platz genug hat, um große Menge Wasserstoff und damit auch Ammoniak zu produzieren. Die haben gerade vor einigen Wochen einen riesen Vertrag abgeschlossen von 8,3 Milliarden Dollar für die Lieferung von Ammoniak aus solare Energie für die kommenden 30 Jahre. Ja, ja. Da sieht man schon, dass man dort sieht, das ist machbar. Die nehmen auch das Risiko. Das ist ein riesen Einschätzung von Risiken und so weiter. Das nehmen die. Das gilt noch nicht für alle Länder. Bei vielen anderen Ländern brauchen die am Anfang auch noch internationale Unterstützung. Ja. Gerade von Förderbanken oder von Nachschubbudgets, auch als Europäische Union. Aber das darf auch nicht lange laufen. Davon muss man auch lernen, von zum Beispiel aus dem Ruhrgebiet, wie lange laufen die Prozesse, wie läuft das mit Risiken und wo muss der Staat noch etwas nachhelfen, vielleicht Konditionen verbessern und so weiter. Ich habe zum Abschluss noch mal eine Frage. Ich habe in meinem Berufsleben mich immer um das Thema Transformation von Standorten, von Flächen kümmern dürfen mit meinen Mitarbeitern. Und die Quintessenz, das, was ich daraus gelernt habe, welche Tugenden sind die Tugenden der Zukunft? Habe ich gelernt, man muss optimistisch sein und man muss Visionen entwickeln. Leadership ist gefragt, Mut, experimentieren. Und zwar experimentieren im Sinne ausprobieren, scheitern, daraus lernen, weitermachen. Genau. Und mich würde interessieren, gibt es über diese Dinge hinaus, die ich gerade genannt habe, aus deiner Erfahrung noch weitere Tugenden, wo du sagst, die müssen auch mit in den Topf rein? Ja, ich denke, die meiste Tugenden hast du schon genannt. Und ich habe auch mehrmals in meinem Leben diese Phasen und Prozesse erlebt, wo man auch die Tugenden dann auch haben muss. Wenn man die nicht hat, dann stoppt ein Prozess einfach. Dann gibt es auch keine Verbesserung und Veränderung und dann machen andere das. Ich würde auch noch sagen, ein Tugend ist auch noch gewisse Empathie für Personen, die Dinge ändern möchten, Leidenschaft, tatsächlich auch, ich würde auch sagen, tatsächlich der Wert von Leidenschaft und auch Respekt für Leidenschaft sozusagen. Mhm. Weil auch in manchen Kulturen wird große Leidenschaft auch mit sehr viel Vorsicht betrachtet, okay. Wobei das gar nicht nötig ist. Man muss aber andererseits natürlich auch nicht naiv oder leichtsinnig werden. Und die Balance zu finden, ist auch eine Tugend. Das ist richtig. Eine fällt mir noch ein, die wir auch hier auf diesem Standort, ich habe vorhin vom Digital Campus Solvay gesprochen, das Vernetzen. Die Herausforderungen sind interdisziplinär, gehen alle an. Und ich glaube, das Thema Vernetzen ist nochmal ganz wichtig, weil es gibt nicht die eine Lösung. Und der Zusammenschluss vieler, ich glaube, das ist auch nochmal eine Tugend, die wir uns bewahren und weiterentwickeln müssen. Ja, tatsächlich Vernetzen, auch Kommunikation. Genau. Die Geschichte erzählen. Ja. Und ja. Gut. Ich habe gerade eingekriegt. Ja, die Nüsse, ja, die Mandeln. Ja, das sind Mandeln, da habe ich das immer ein bisschen. Bist du zufrieden? Ja. Dann sind wir auch zufrieden. Ja, der Frage ist immer zufrieden, das verstehe ich auch nicht. Ja. Gleichgültig, was man sagt, ja, ich bin zufrieden. Trink mal eben. Ja. So jetzt. Der macht aus allem etwas. Das ist ja.
Nee, das ist geklappt haben, ist eine schöne Tour durch die Sonne gemacht. Ja, ich denke auch, oder? Natürlich kann man.